Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt hier im Train Sim World 2. Wir befinden uns in der Baureihe 146-2 und fahren hier auf der Main-Spessart-Bahn von Heigenbrücken nach Gemünden, und zwar eine Expressverbindung mit der Baureihe 146, und starten. Jawohl, gefällt mir. So. Türen auf der linken Seite auf. LZB, PZB, SIFA an. Das passt. Parkbremse müsste schon gelöst sein. Ziehen wir mal hier die Bremsen an. Stromabnehmer Auto, Fahrer Bremsventil angeschlossen, NBÜ-Schalter. Okay, setzen wir uns wieder hin. Machen die AFB an. AFB, AFB, AFB. Ein bisschen Licht. Hier können wir nichts dran verändern. Scheibenwischer. PZB-Modus O, das passt. Ich glaube, nehmen wir den unregelmäßigen. Dann hätte ich hier gerne noch das Display. Fahren wir nach Gemünden? Wir fahren nach Gemünden, das passt. Wir machen die Türen zu. Haben schon Verspätung. Sehr schön. Fahrtrichtungswende, Vorwärtsstellung. AFB auf 40. Bremsen lösen. Und auf geht's. So, Signal da vorne, Vorsignal ist auf grün. Ja, wir fahren heute übrigens einen Regionalexpress. Okay, befreien wir uns mal Zugbeeinflussung. und können dann gleich 90 fahren. Nächste Haltestelle Wiestal. So, vermutlich jetzt hier hinter der Weiche. Da dürfen wir dann die 90 fahren. So, das ist ein ganz guter Vergleich. Ach, 120 dürfen wir sogar fahren. Das ist ja jetzt eigentlich ein ganz guter Vergleich zu der 146, die mit Dresden-Riesa erscheint, beziehungsweise erschienen ist. Vermutlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos ist nämlich die Strecke dann wohl erschienen. Oh, das sieht aber hübsch aus. Genau, und da ist ja auch die 146 mit dabei bei Dresden-Riesa, praktisch als neue Lok mit komplett überarbeiteten Sounds, überarbeiteter Fahrphysik. Und ich glaube, das merkt man. Also sowohl Sounds als auch Fahrphysik der 146. Es fühlt sich anders an. Definitiv.
So, Wiestal, da müssen wir um 9:55 Uhr sein. Ich gebe mal ein bisschen mehr Gas hier. Oh, hübsch. So, 130 dürfen wir fahren. Müsste hier nicht dieser Anzeiger hier. Was zeigt er denn eigentlich an in Realität? Vermutlich die voreingestellte Geschwindigkeit der AFB, oder? Ankündigung auf 120. Nehmen wir mal dafür nur die E-Bremskraft. Und 110. Und wir bremsen mal rein. Oh, das wird aber schon eng. War vermutlich bei diesen Witterungsbedingungen schon zu viel Bremskraft. Türen auf. Was ist denn da? Brennt das? So, dann müssen wir jetzt noch warten ein paar Sekündchen. Was diese Taste hier macht? Keine Ahnung. Würde ich gerne wissen, falls es jemand weiß. Bremsüberlastung. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Warum drücke ich eigentlich die Sifa, während wir stehen? So, machen wir schon mal die Türen zu. War. Da hatten wir ordentlich gerade geschleudert. So, Lohr in 10 Kilometern.
So, Ankündigung auf 100. Nehmen wir mal dafür die E-Bremskraft. So, 100 ist erreicht. Dann gehen wir mit der AFB runter und schalten wieder Leistung auf. Oh, da kommt uns ein Kollege entgegen. So, ab hier dürfen wir wieder 120 fahren. Leistungshebel raus. AFB hochgeschoben auf die 120 und beschleunigen. Natürlich nicht zu viel Leistung auf einmal. Wir wollen ja nicht, dass die Lok ins Schleudern kommt. Kilometer noch, bis wir in Lohr sind. Also ich finde den Unterschied echt krass, wenn man mal so vergleicht die Bäume, der Winter und so hier auf der alten Main-Spessart-Bahn im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Boston Sprinter. Also das ist ja ein wahnsinniger Unterschied. Hier sieht halt der Winter sehr, sehr künstlich aus, bin ich gewillt zu sagen. Bei Boston Sprinter hat man wirklich das Gefühl, das ist ein Winter. Und das meine ich jetzt nur positiv, denn das zeigt ja einfach, dass in diesem Spiel so viel Potenzial drin steckt, man ja so viel noch viel, viel schöner machen kann. Und das Schöne ist, dass das ja auch gemacht wird. Es kommen ja durchgehend neue, ja, irgendwelche neuen, oh, das sieht aber cool aus hier links. Es kommen ja durchgehend irgendwelche neuen Funktionen mit ins Spiel. Also wird an neuen Techniken gearbeitet, an weiteren Verbesserungen, und das zeigt mir einfach, dass die Zukunft des TSW meiner Meinung nach noch sehr, sehr breit und auch sehr erfolgreich sein wird und auf Dauer vermutlich schon den Train Simulator vom Markt verdrängen wird. Aber das ist halt irgendwo auch, glaube ich, natürlich, auch wenn selbstverständlich der Train Simulator nie komplett sterben wird. Niemals, denke ich. So, aber ich glaube, auf Dauer wird es halt eben auch für viele Third-Party-Entwickler sinnvoll sein, sich eventuell auf den TSW zu fokussieren. Denn man muss ja auch sagen, für den Train Simulator wurde ja nun extremst viel entwickelt. Viele Strecken, viel, viel an Rollmaterial. Selbstverständlich ist nicht die ganze Welt abgebildet, aber doch ein sehr, sehr großer, signifikanter Anteil der Eisenbahnwelt. Definitiv. Und man muss halt auch mal das Ganze so sehen. Die meisten wirklich ikonischen Lokomotiven, was den deutschen Markt zumindest angeht, gibt es ja jetzt schon im Train Simulator. So, und will jetzt nochmal irgendjemand eine Baureihe 103 bauen? Ob sich das wirklich lohnt? Denn die muss ja schon
dann deutlich besser sein als die von Virtual Railroads, die 103. Und ich bezweifle einfach stark, dass das noch großartig möglich ist, da sich noch weiter zu verbessern, weil die Lok ist ja schon sehr, sehr, sehr gut. So, was ich damit sagen möchte, es gibt nun mal eben einfach bereits sehr, sehr viel Content für den Train Simulator. Irgendwo gehen da vielleicht einem auch irgendwann die Möglichkeiten aus, was man als erfolgreichen Content noch mit anbringen kann, der auch viele Leute interessiert und nicht nur vielleicht einen ganz bestimmten kleinen, hochspezialisierten Bereich tangiert. So, klar gibt es zum Beispiel einige Züge noch nicht, zum Beispiel den ICET, wobei der ja auch entwickelt wird aktuell, also für den Train Simulator, nicht für Train Sim World. So, da ist dann natürlich klar, dass sich sowas auch noch sehr, sehr gut verkaufen wird. Der Train Simulator ist ja weit davon entfernt, irgendwie komplett auszusterben. So. Zugbeeinflussung. Eine 204. Hier ist ja ordentlich was los gerade. Wahnsinn. Mit 2 Minuten Verfrühung. Genau, also wo ich halt gerade dabei war, klar, natürlich gibt es halt noch einzelne Lokomotiven etc., die definitiv noch entwickelt werden können im Train Simulator. Ich und die 204, das ist echt keine gute Kombination. Aber irgendwann geht da einem auch der Stoff dann aus. Und dann stellt sich die Frage für Third-Party-Entwickler, das mutmaße ich jetzt einfach mal, ich weiß es natürlich nicht, ich habe da keine Insights, aber dann stellt sich halt die Frage, okay, wie macht man sich zukunftsfähig? Und sofern man im Bereich Eisenbahnsimulation bleiben möchte, ist da Train Sim World definitiv das Spiel, womit man noch am stärksten auf dem Markt vertreten ist. Und das finde ich halt prinzipiell ziemlich cool. Denn das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering ist, dass wir in Zukunft eben viele Third-Party-Entwickler sehen werden, die auch den Einstieg in den Train Sim World schaffen. Wir haben ja jetzt schon ein paar mit Train Sim Germany und Rivet Games. Ups. Eieiei. Genau, also wir haben ja jetzt schon ein paar mit Train Sim Germany und Rivet Games.
Zugbeeinflussung. Was wäre halt natürlich schön, wenn da noch mehr dazukommen würden. Definitiv. Ich meine, 3D-Zug hat ja bereits gesagt, dass die ja tendenziell bereits in Richtung Transcend World hinschielen. Das finde ich natürlich super. Also 3D-Zug hat ja wahnsinnig tolle, hochwertige Add-ons im. Hätte man gar nicht Zugbeeinflussung. bestätigen müssen, ne? Hat er wirklich wahnsinnig tolle Add-ons für den TSW, für Train Simulator gemacht. Wenn die jetzt auch noch anfangen, im Train Sim World was zu machen, auf die Beine zu stellen, das ist schon der Hammer. Klar wird das lange dauern. Definitiv, weil die müssen ja erstmal da reinkommen. Das ist ja nicht so, dass man nur weil man für den Train Simulator was entwickelt hat, dass man jetzt auch für den TSW sofort entwickeln könnte. Das ist ja mitnichten so. Das sind ja zwei komplett andere Spiele. Auf unterschiedlichen Engines aufgebaut. Oh, hallo. 155. Ups, 150 dürfen wir fahren, Gemünden nur 8 Kilometern. Was man für Add-ons dann in Zukunft erwarten kann von Third Party ist ja auch unterschiedlich. Wir haben jetzt zum Beispiel Trains in Germany, die sich ja jetzt erstmal nur auf Loks fokussieren, was absolut fein ist, was man so machen kann, was ich auch sehr toll finde. Ob da vielleicht von denen irgendwann Strecken kommen, wer weiß. Vielleicht irgendwie so, vielleicht irgendwelche kleinen Nebenbahnen oder so, kann ich mir vielleicht noch ganz gut vorstellen. Rivet Games stellt Strecken und Fahrzeuge her. Auch 130. So, ob hier gelten die? Hier links ist, glaube ich, die Abzweigung zur Schnellfahrstrecke, ne? 5 Kilometer noch, bis wir in Gemünden sind. Wo auch unsere Zugfahrt endet, wie es hier steht. Achso, wir haben ja natürlich auch noch Skyhook Games. Selbstverständlich Skyhook Games, die ja bereits eine Strecke auch schon ausgemacht haben. Und zwar eine mehr als nur schöne Strecke, was die Landschaftsgestaltung angeht. Skyhook Games entwickelt auch gleichzeitig ja noch die Baureihe 187. Wobei man noch nie irgendwie auch nur ansatzweise was davon gehört hat, aber. Sei es drum. Bestimmt kommt die irgendwann noch, da bin ich mir sicher. Wobei es kommt dann natürlich irgendwie ein bisschen drauf an, wie ist dann Cane Creek, also deren amerikanisches Add-on, wie ist das angekommen? Wenn das total gefailt hat,
Dann kann es halt natürlich sein, dass es Skyhook jetzt erstmal ziemlich schwer fallen könnte, rein finanziell da noch weiterzumachen. Nein? Zugbeeinflussung. Okay. Ja. Also stellt sich halt die Frage am Ende, welcher Third-Party-Developer kommt wann? Nicht ob. Meiner Meinung nach stellt sich gar nicht die Frage nach dem ob, sondern einfach nur wann. Oben wieder was Schnellfahrstreckiges. Zugbeeinflussung. Ankündigung auf 60. So, und dann sind wir auch schon fast da in Gemünden. Zugbeeinflussung. Und wir haben halt zu erwarten. Was haben wir denn da vorne rumstehen? Das sieht aus wie eine 182. Wenn die Textur etwas komisch. Komisch vor sich her flackert, aber jetzt geht's wieder. Ach, die hat auf uns gewartet. Schön auf der rechten Seite.
Das passt perfekt. Ja, genau, hier haben wir mittlerweile auch Zugzielanzeigen, beziehungsweise diese Bahnsteigsanzeigen. Nur auf diesem Bahnsteig gibt es anscheinend keine. Okay, hier fährt irgendwie aktuell nichts. Als ob nur hier vorne ein Zug hält. Hier hinten hält auch immer ein Zug. Ja. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus vom Format her. Ah, da hinten sehen wir noch den Güterzug ausfahren. Okay, ich danke euch herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.